Schönen guten, meine Lieben, da sind wir wieder hier mit Dark Souls. Jawohl, hier sind wir angekommen letztes Mal und ja, wir sind glücklich, dass wir ja hier sind. So, soweit ich weiß, haben wir die da drüben haben wir schon gemacht, ne? Da haben wir schon reingeguckt in die Kiste. Und jetzt gucken wir mal hier weiter. Ja, wir wollen natürlich, also ich bin froh, dass wir einen anderen, ich muss mal eben die Maus hier hinsetzen, dankeschön. Man kann ja auch mit Tastatur spielen, ne? Aber das machen wir ja nicht. Also ich jedenfalls nicht, ne? Komme ich nicht mit klar, Moment, das ist falsch, so hätte ich das gerne. Das ist manchmal sehr, sehr, ne, gefährlich. So, da stehen zwei Kisten, seht ihr ja, ne? Eine ist ein bisschen heller, eine ist, oder es steht hier im Schatten, stehen beide im Schatten, ne? Und wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, werden wir diese Rüstung tragen eines Tages. Oder eigentlich gar nicht mehr so lange weg. Nee, ich mache es anders, ne? Ich mache es doch anders. Ich, sag ich mal. Ah ja. Dann wollen wir doch mal einen hier ranlocken. Ne, ist mir zufällig, wenn da beide kommen oder so, dann habe ich die Arschkarte. Und das will ich ja nicht, ne? Weißt du ja. Wir haben ein super Schild. Also eigentlich passiert nichts. Beim Blocken hier. Könnte trotzdem ein bisschen gefährlich werden mit den Jungs hier. Man kann zwar zwischen die Beine durch, ne? Wie viel war das? Ich habe es nicht gesehen, genau. Müssen wir nochmal gucken. Ich habe ja, wie ihr wisst ja, ich spiele ja das nach. Also ich spiele das ja vor oder nach, wie auch immer. Ne? Manchmal spiele ich nach, manchmal spiele ich vor. Auf der Playstation, ne? Weil ich da die, jetzt könnte ich mal gerne die Platin haben würde. Einer noch. Ciao. Und dann ist die Sache. Oh, Gegenstand nehmen. Eine riesenhelle Barde. Ja, auch nicht schlecht. Habe ich den Ring an eigentlich? Natürlich nicht, ne? Ich habe was ausprobiert. Ich hätte gerne meinen Schlangenring. Da. Der erhöht nämlich die Drop-Chance. Jawohl. Das wollen wir. Wir wollen ja ein paar Sachen sammeln. Unter anderem suche ich ein Schwert, was ich ausprobieren möchte, was ich noch nicht weiß, wie gut das sein wird. Aber ich habe dieses Schwert, was ich in meinem PS3-Spiel, ja, schon habe. Und, oh, ich liebe es, ehrlich. Das ist das Groß... Ach nee, das ist das Schwarzritter-Großschwert. Das ist der Hammer. Das ist mein absolutes Lieblingsschwert da auf der PS3 gerade. Leider habe ich das hier ja nicht bekommen von irgendeinem Schwarzritter. Deswegen, ja, bin ich ein bisschen traurig. Na toll. Dann müsste man hinter ihm stehen, sonst, So, Junge, komm, mach nicht so ein Hammen. Hammen! Zack, ciao. So, viele Danke für die Blume. Lässt du auch was fallen? Das ist nett. Schon wieder eine riesen helle Bade. Ja, ihr seht schon, ne? Das Drop-Glück ist mit uns. So, Kiste haben wir gelernt. Gekringelt. Kein Problem. Öffnen. Ah, Funkeltitanik. Die brauchen wir, um diese Riesenrüstung aufzubesehen. Und hier sehen wir, nicht gekringelt, ne? So kann man es aber am besten sagen. Also ist da was drin. Also, was Böses meine ich. Ah, Alter, den kannte ich noch nicht. Da macht er hier einen auf Chuck Norris, ne? Gibt's gar nicht. Mit seinem Roundhouse. Alter Schwede. Ah, das war's für dich. Dankeschön, auf Wiedersehen. Na, 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 na. So, hier haben wir Gegenstand nehmen. Kristallhellebarde. Toll. Die wollten wir gar nicht haben. So, hier machen wir ein bisschen Heilung. Jimmy. So, pass auf, wir wollen den nochmal machen hier. Es gibt ja auch ordentlich Seelen, seht ihr ja, ne? Es gibt ja richtig gute Seelen hier, ne? Zu bekommen. Also, am besten nicht ausflippen. Einfach mal locker bleiben hier. Wenn die sich bewegen, haust du drauf, fertig. Manchmal kannst du zweimal schlagen.
Und dann ist das ganz einfach, ne? Hell ist leider nichts fallen, schade. Hier oben zeige ich euch mal kurz. Da geht es dann hinterher zur. Hier Bibliothek und so, ne? Zu den Archiven, genau. Das ist ein gelber Nebel, seht ihr, da kommen wir nicht durch. Gelber Nebel geht nicht, ne? Da gibt es drei Stück von, ne? Drei? Ja, ich glaube, drei Tore gibt es mit gelbem Nebel. Und da müssen wir, das sind diese Urbosse, ja? Sag ich, nenne ich die jetzt einfach mal. Die müssen wir natürlich legen, eines Tages. Ja, und das machen wir dann auch, ne? Und jetzt geht's weiter. Jawohl. Wie gesagt, die hatten wir schon gelegt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Machen wir so weiter, ja. Oder? Oder? Das Problem ist, es wird erstmal kein Leuchtfeuer kommen so schnell, ne? Oder vertue ich mich? Ne, so schnell nicht. Wir müssen ganz schön was durchmachen jetzt. Ja, es ist schade ja nichts. Wir setzen uns mal einmal kurz ans Feuerchen. Eigentlich würde ich das gerne aufwerten, aber ich möchte gerne meine Menschlichkeit ein bisschen verwahren. Für den Bossfight nachher, ne? Weil ich da dann auf jeden Fall jemanden mitnehmen möchte. Und dafür muss man ja menschlich sein, ne? Und ich habe gerade nicht so viel dabei. Also das ist, ich hab irgendwie 9 normale und 2 doppelte. Je nachdem, wie lange man für den Bosch braucht, ne? Das kann mal so sein. Also es sind ja 2, ne? Kann ich ruhig sagen. 2 auf einmal, ne? Das ist schon so scheiße. Und wenn das nur noch Bosse sind, ist das natürlich noch beschissener, ne? Schönste Gebiet der Welt hier, ne? Anor Londo. Wenn du mich fragst. Hier liegt nichts weiter. Oh ja, den habe ich ganz vergessen. Ja, komm mal her. So, da haben wir die Gargoyle-Axt. Schwanz abschlagen, wie immer, ne? Wisst ihr ja. Ja klar, das war ein Treffer. Ciao, Bambinen! Helm. Oh, cool, der Helm ist gut. Der Helm ist wirklich gut. Der Helm ist wirklich gut, den schauen wir uns mal an, ob wir den gebrauchen können. Hier seht ihr, der ist nicht so gut. Ha! Unser ist besser, weil wir den schon aufgewertet haben, ne? Genau. Diese Vatermaske ist eigentlich, ich habe mal irgendwann gesagt, die ist scheiße oder so, aber die ist wirklich gut eigentlich, weil die nämlich die Traglast erhöht. Hier die Belastung, da seht ihr, den macht nämlich richtig hoch nochmal hier, 83, ja. 4 Pünktchen, ne? Aber immerhin. 4 Pünktchen, ne? Das ist nicht so schlecht. Das ist doch nicht schlecht, oder? Ja, würde ich sagen. Krasse Scheiße. Aber das wollen wir nicht haben, ne? Ich hätte lieber was mit Ausdauerregeneration. Jawohl. Okay, das war's. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht zeigen. So, pass auf, hier geht's weiter. Wollen wir? Ne, wir gehen erstmal dahin. Ach ne, komm, brauchen wir nicht. Aber ich zeige euch was. Das ist hier so ein riesen Rondell. Nein! Alter, wie ich ja, Alter, was war das denn? Das Ding kann man drehen und dann kommt das hier runter, ne? Und dann kannst du hier dich bewegen. Also ich finde das Gebiet echt toll, ne? Jawohl. Finde ich klasse. So, wir gehen hier runter erstmal. So, und dann gehen wir hier ums Eckel. Es ist zwar riesig groß und muss viel rennen auch, ne? Aber muss ja eigentlich überall. Eigentlich ist alles riesig groß. So. Hier haben wir Truhe, alles klar. Dämon Titanit. Da ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Ich weiß gar nicht, für irgendwas brauchte ich das auch. Oder zumindest habe ich das bei PS3 so gemacht. Ne? Muss man nicht. Kann man aber. So, hier kann man noch ein Treppchen rauf. Ich weiß nicht mehr, ob da was ist, aber. Schaden kostet ja nichts. Ah, gucken schadet ja nichts, ne? Hier bin ich wieder auf der anderen Seite, oder? Ne, bin ich nicht. Warte mal, wo bin ich denn? Wie komm ich denn da hin? Mach ich denn da? Nicht, dass gleich hier ein Loch ist, Alter. Dann habe ich aber die dicke
Karte, da kannst du einmal rumlatschen, ne? Das war's. Das ist ja interessant, ne? Das war ja very interessant, oder? Ja. Das war ja sehr, sehr aufschlussreich, sehr lehrreich vor allem, ja. So, jetzt kommt's. Jetzt geht's nämlich los hier, die Kletterei, ja, die doofe. Wir gehen mal hier rüber, ne? Mal vorsichtig dahin, ne? Und dann gehen wir hier über die Zinnen nach oben. Bisschen aufpassen mit der Kamera hier, ja? Ein bisschen vorsichtig sein, damit du nicht abschmierst. Wer gut schmiert, der gut fährt. Aber in dem Fall nicht, ne? Hier schmieren ist nicht gut. So. Dann, man kann sich einfach fallen lassen. Man kann aber auch eine Rolle machen. Stylischer, ne? Dann gehst du hier rein. Zack. So, und dann bist du hier in Kirche. Oder sowas ähnliches, ne? Irgendwie sowas. So, dann machst du schon mal das Schild vor, weil da fällt einer runter. So, da kriegt er gleich was Fressbrett. Oh, der braucht zwei. Scheiße. Ich dachte, ich mach die One-Hit hier. Ja, ich habe ein super geiles Schwert, wie gesagt. In meinem anderen Spiel. Leider in meinem anderen Spiel, ne? Hier habe ich es nicht gekriegt. Und ich glaube, die Chance ist vorbei, dass man es kriegt. Ich weiß es noch nicht genau. Dem einen oder anderen Ritter werden wir noch begegnen. Auf jeden Fall. Auch einen schwarzen, ne? Aber bin mir nicht sicher, ob das Schwert noch fallen kann. Das wäre nämlich ziemlich geil. Also das ist echt ein geiles Ding. Das habe ich so gerne, ne? So, das Schild hat jetzt nicht die beste Haltung. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Auf dem Dings hier, auf dem Steg. Auf der Galerie hier. Auf der Brüstung oder wie auch immer. Oh, Held. Ist ja auch schon plus 10, ne? Und anvisieren nicht vergessen, Leute. Denn wenn du hier nicht anvisierst und losstichst, dann macht er einen Schritt nach vorne und dann seid ihr unten, ne? Das ist mir schon das 12 Mal passiert. Ich spreche von Verfahrung. So, hier kannst du was loskloppen. Liegt da unten jetzt, ne? Können wir uns aufsammeln, wenn wir mal wieder kommen hier hin. Falls, ne? Falls wir einmal wiederkehren. So, ich bin hier sehr vorsichtig, weil, ne, es kann jeder Schritt der letzte sein. So ungefähr. Ja, nun komm. Da aber nicht. Marat. Nun komm. Nun komm. Ja, also. Oh, oh. Ciao, Bambina. Oh, Gemäldehüterschwert. Oh, krass. Das habe ich mit anderen Dings nicht bekommen, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Aber könnte sein, dass ich es nicht bekommen habe. Bis jetzt sieht es gut aus. Letztes Mal hier bin ich ganz schön gestorben, sag ich dir. Oh, auch nicht schlecht. Lebst du? Nee, du stirbst. Geil. So, pass auf. Alter, nicht hier runter, du Donner. Du. Jetzt war ich schon im Siegestaumel, weißt du, und fall hier fast runter, ne? Immer schön vorsichtig, Leute. Echt, ihr könnt nicht vorsichtig genug sein, eigentlich. Ja, wenn man natürlich der Babo ist, dann lässt man da, da rennt man da drüber, ne? Quasi gesehen. So, hier können wir schon mal einen Nebel öffnen. Da geht's raus. Hier kommen wir auf dieses Rondell. Aber wir sind hier noch nicht so ganz fertig, Leute. Wir sind noch nicht so ganz fertig. Ich weiß nicht mehr, ob hier was war. Mal gucken. Außer er hier. Ob hier noch was ist, außer er hier. Wurfmesser gibt es hier immer, ja. Kann man hier farmen, wenn man welche braucht. Kannst du dir die hier ganz gut besorgen. Die lassen die öfter fallen, ne? Hier war nichts, ne? Nuscht. Hier ist leider nichts, ne? Oh, vor die Wand gerannt. Machen wir das noch fertig? Ja, machen wir noch fertig. Komm, ich habe hier Zeit. So, dann lässt du dich einmal hier runter rollern. Dann bist du hier bei den Startuhren. Bei den Uhren, ne? Das sind hier so... Sind das Silberne oder Schwarzritter? Keine Ahnung. Und das hier ist die... Ist die... wie heißt sie noch? So, dann fällst du hier hin. Dann bist du auf der Seite, ne? Dann gehst du hier die Treppe rauf. Da steht natürlich auch einer um die Ecke.
Manchmal reicht einer. Warum? Wegen dem Reaktivierungsschlag da, ne? Wenn du was blockst und dann schlägst, gibt es einen Bonus auf Schaden. So, dann gibt es hier nämlich den göttlichen Segen. Genau. Kann man holen, muss man nicht, ne? Muss man ganz und gar nicht holen, ne? Dann kannst du hier auch wieder runter. Oh, das war das knappe. Leck mich an auf den Tisch. So, und dann wieder rüber. Boah, das war knapp. Ja, manchmal klappt es auch nicht. Also habe ich davon gehört jedenfalls. Gut, dass ich es geschafft habe. So, pass auf. Und dann geht's hier raus. So, und jetzt geht's eigentlich richtig los erst, ne? Jetzt hast du die Macht. Jetzt hast du hier die Gewalt. Ist hier noch was? Nee. Ich weiß halt nicht mehr alles so ganz genau, ne? Ist halt so. Pass auf. Jetzt aber du. Wir wollen nach oben eigentlich, ne? Oder zeige ich euch etwas anderes. Wenn man oben nach oben will, drückst du in die Richtung. Ich weiß nicht, irgendwie ist es logisch. Vorrichtung bewegt sich nicht. Also musst du doch in die andere Richtung. Entschuldigung. Wenn du nach unten willst, hä? Ich weiß auch nicht mehr. So, wo fahren wir jetzt hin? Jetzt sehen wir erstmal, wie das Ding nach unten fährt. Wir sind schon ganz oben. Ah. Ja, habe ich ja richtig gesagt. Wenn du nach oben willst, musst du da rumdrehen. Wenn du nach unten willst, andersrum. Irgendwie war das logisch, genau. So viel wusste ich noch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das, ist das logisch. Keine Ahnung. Für mich jedenfalls. So, jetzt haben wir 16.000 Seelen. Jetzt gehen wir nochmal schnell ans Leuchtfeuer. Und ich würde sagen, das mache ich alleine. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Macht das gut. Ciao, ciao.